Und ganz ehrlich, wir drehen es einfach um, als wenn es wegfliegen will. Und dann wird es hinten getroffen quasi. So. Ja, ist schon ganz schön Feinarbeit, aber das ist das Schöne an dem Spiel halt. Das ist das, was das Spiel ausmacht. Da kann man sagen, was man will. Das sieht schon Hammer aus. Und wenn wir da jetzt wirklich Rauch rauskommen lassen, vielleicht können wir so eine kleine Explosion simulieren oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die Filter müssen mal alle weg. Gibt es hier auch irgendwas Rauchiges? Auf jeden Fall hätten wir hier eine Raumschiffdüse noch hinten oder so. Ja, die ist auch nicht übertrieben. Die ist auch garantiert nicht übertrieben. Das wäre noch cool, wenn man das also verkleinern könnte, das Objekt. Ach so, so kann ich das hoch und runter machen. Das ist super. Wenn ich die Objekte verkleinern könnte, wäre das auch noch sehr cool. Weil die ist ein bisschen krass. Selbst die ist noch viel zu groß. Die ist viel zu lang. Ich glaube, hier haben wir nichts Passendes für uns. Was wir machen können, der kann noch einen Geschützturm umhaben. Das wäre ja jetzt nicht so unrealistisch. Und der Geschützturm ist gerade dahin gedreht irgendwie. Aus irgendeinem Grund ist er dahin gedreht, weil da ist vielleicht irgendwas. So stur nach vorne wäre langweilig. Zwar schießt das Geschütz nicht, aber hey, darauf kommt es ja gar nicht an. Flügel will ich dem Ding nicht geben. Schneemann-Gesicht traurig, okay. Ich will mir den mal angucken. Ist der groß, klein? Will ich da jetzt nicht ranmachen? Ah, okay. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach den Effekten gucken. Ja, Jesnity hat vorgeschlagen, das Raumschiff ein bisschen anzuwinkeln. Das können wir gerne machen, damit es den Effekt hat, als wenn es startet. Das könnte man machen. So minimal, ich würde jetzt nicht zu viel machen. Aber du hast ja auch gesagt, ein bisschen. Das Problem ist, die Düsen sind ja unten. Also eigentlich müsste das ja senkrecht starten, fällt mir gerade auf. Wir können es ja so ein bisschen schräg machen. So, als wenn es landet oder startet. Man kann sich das ja ausdenken, wie man will. Ah, die Attraktion war kaputt oder so. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Konfetti abbekommen. Sollen wir mal gucken. Jetzt bräuchten wir hier ein bisschen Explosionen. Achso, ich hätte hier bei alle hingehen müssen natürlich. Oh ne, die geht gar nicht. Und die geht auch nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie hinbiegen können. Das Problem ist, ich sehe nicht mal, wo die Düse ist. So, liebe Kamera, danke schön. Danke. Einmal so bitte. Einmal so roundabout. Wir werden das gleich noch schicker machen. Und ich würde sagen, man soll das gar nicht sehen, dieses Ding. Die Explosion soll einfach künstlich. Mal gucken, sind Zuschauer in Gefahr? Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Ja, das geht gar nicht. Selbst das ist einfach zu krass. Das ist viel zu krass. Muss man halt wirklich sagen. Ich finde es schade, dass man das nicht anpassen kann. Wir setzen das mal ganz kurz. Vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Optionen.
Nee, erweitert, verschieben und kopieren. Ich weiß gar nicht, was das ist hier. An Objekt ausrichten. Okay. Nee, also ist definitiv zu krass, das Ding. Olaf, it's you. Weil wir den Schneemann hatten, den traurigen. Ja, das stimmt. Das könnte unser Olaf sein. Unser Minecraft-Olaf, der bei Minecraft rumläuft. Ja, also mit den Explosionen, nein. Wir müssen mal gucken, vielleicht kriegen wir Rauch hin oder so. Das wäre noch okay. Das dann doch schon eher. Aber ganz ehrlich, würde ich auch hier außen machen. Muss ja nicht... Oder wo schießt denn der jetzt genau hin? Naja, der schießt da eher hin. So, und wir lassen leicht die Düse rausgucken. Der Rauch muss ja irgendwo herkommen. Wobei ich noch eine viel coolere Idee habe. Denn da sind ja Schlitze und da kann der Rauch aus dem Schlitz kommen. So ein bisschen. Es muss ja nichts Übertriebenes sein. Es muss ja nicht immer mega und keine Ahnung was sein. Es reichen ja auch so kleine Akzente. Finde ich sehr cool. Ist da halt getroffen. Voll die coole Szenerie. Also das finde ich wirklich cool. Mittlerweile muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das nicht schon so langsam in Richtung meines Lieblingsplatzes geht. 100%, das ist das aller, aber wirklich aller. Und ich meine nicht die aller als Wasser, sondern das allererste Mal, dass wir 100% Szenerie selber hinbekommen haben. Ja, wir haben hier hinten 100%, ich weiß, aber das haben wir als Vorlage vom Spiel selber genommen. Diese 100% haben wir geschenkt bekommen oder die haben wir uns erkauft halt. 100.000 haben wir Profit gemacht. Also die haben wir hier geschenkt bekommen, die 100. Die haben wir uns erarbeitet. Die haben wir uns mit Liebe und Detail erarbeitet. Also ich muss auch da danken, dass ihr da so mitwirkt. Das ist schon krass. Und ehrlich gesagt finde ich das hier auch eine sehr interessante Geschichte. Jetzt kippt doch da um. Ist der Stein zu hoch? Muss ich den tiefer machen? Ich glaube, ich muss den ein kleines Stück tiefer setzen. So, dann sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Der ist sehr zielunsicher, wie man sieht. Ja, also die Szenerie ist der Hammer hier. Die Szenerie ist der Hammer. Sehr schön. Die ist wirklich der Hammer. Also sehr cool, sehr viel Dekoarbeit hier natürlich immer. Ist nicht jedermanns Sache. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es den meisten Spaß macht. Das läuft doch. Ja, sehr cool. Also das finde ich hier sehr cool. Und man könnte rein theoretisch gesehen... ein zweites Raumschiff machen, was hier ist, was vielleicht ein bisschen anders aussieht... Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht könnten wir hier noch so ein paar Aliens oder so hinstellen. Die gibt es welche, die nicht schießen oder so, die einfach nur rumstehen? Das wäre schön. Dann würde ich da ein, zwei Aliens hier im Gebüsch vielleicht noch so verstecken. Dass das so aussieht, dass sie sich verstecken quasi. Wobei, wir haben hier echt super Szenerie schon. Filter. Sci-Fi. Ich will nicht, dass geschossen wird. Ah, der drückt einen Computer. Das hilft mir aber auch nicht. Der tippt auch an Computer rum. Hilft mir auch nicht. Da müsste ich dann einen Computer hinstellen. Also okay, entweder schießen die oder... ja, der würde bewachen. Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Naja, vielleicht heben wir uns den auch für woanders auf. Ich denke, wir haben hier eh 100%. Die Schlange ist voll und füllt sich auch massiv. Mal gucken, wie viel da reingehen. Prinzipiell sieht es ja schon mal gut aus. Vielleicht kann man den Preis auch erhöhen. Müssen wir auch mal gucken. Ja, da gehen auch gut Leute rein. Das heißt, die Schlange wird auch schnell leer. Wenn ihr es zischen hört, das ist das neue Trinken. Ja, sehr cool. Also den Raumschiff finde ich auch sehr cool, dass das schwebt und so. Das ist schon eine coole Sache. So, kurz noch was getrunken. Ich weiß nicht, können wir die Attraktion teurer machen? Können wir die vielleicht ein wenig teurer machen auf 10? Ich meine, wir haben jetzt echt viel Geld und Zeit investiert. Da wollen wir natürlich auch Umsatz haben. Mal gucken, ob die immer noch reingehen. Weil 10 finde ich schon sehr angemessen. Ja, zahlen die auch brav. Also in Anbetracht dessen, was wir uns hier an Mühe gegeben haben, sind 10 angemessen. Und ich glaube, wir können sogar noch mehr machen. Ah, nee, da drehen die ersten sogar schon um. Oder sind die einfach nur pleite? Ach, die sind eh pleite. Wir machen mal 15. Wir gucken mal mit 15, ob das passt. Und wir könnten ja hier so einen Helmeverkauf machen. Dann können die sich hier auch diese Helme dafür holen, passend. Die wissen nicht, wo sie lang wollen, oder was ist denn ihr Problem? So, ich will mal gucken, drehen welche um oder gehen die rein? Nein, die gehen rein. Selbst 15 wird gezahlt. Ohne Wenn und Aber. So, jetzt die Schlange voll. Das Problem ist, hier passen wohl nicht alle, die ganze Gruppe passt da halt nicht hin. Nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, die blockieren natürlich jetzt alles. Oh, der war ein bisschen verärgert. Ich glaube, dem war das zu teuer. Ja, mehr geht hier nicht. Das ist natürlich doof. Haben wir hier volle Besetzung? 100%, oder? Das haben wir doch. Das haben wir doch. Wo war das? Auf jeden Fall volle Besetzung. Ja, mit der Szenerie ist sehr cool, sehr schön. Und ich würde sagen, damit haben wir den Teil hier abgedeckt. Ich würde sagen, wir können uns ums nächste Projekt kümmern. Alternativ könnte ich auch noch vorschlagen, ich hätte noch knapp 2 Stunden Zeit. Wir könnten natürlich auch noch was anderes spielen. Wir sind ja jetzt schon 3 Stunden an Planet Coaster spielen. Ich könnte auch ganz kurz den Stream beenden, was anderes vorbereiten. Dann spielen wir was anderes. Das könnten wir auch machen. City Skylines, persönlich hätte ich es nicht so lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen Minecraften oder so. Da hätte ich auch Lust drauf. Also auf das Spiel hätte ich auch, aber das sind so die beiden, wo ich sagen könnte, wenn es euch zu langweilig wird, dann könnten wir auch umswitchen. Ja, jetzt geht es hier mal endlich voran, weil das Problem ist, hier kommt kein Geld rein. Seht mal zu, Leute. So, jetzt geht es nämlich auch weiter. Sehr schön. Ah, okay. Da hat sogar jemand einen Premium-Pass. Der wird nicht so oft benutzt. Der ist wohl auch noch zu teuer. Aber das ist auch nicht schlimm. Premium soll ja auch nur was Seltenes sein. Und kein Standard. Was ich nicht überlegt habe. Eventuell schießt er auch Leute, wenn die hier lang gehen. Daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht sollte ich den woanders hinstellen. Naja, wir lassen ihn erstmal so. Wir lassen ihn erstmal so. Und wir gucken mal, wie das hier oben aussieht. Dreckmäßig. Das war ja unsere Müllecke. Oh, das sieht schon super aus. Und hier oben sehr beliebt. Was hat der? Auch 100%. Den hatten wir doch mit 100%. Wir hatten schon einen mit 100%. Ich wusste es gar nicht. Einfach, weil es hier so cool an der Klippe lang geht.
Okay, dann rolle rückwärts. Dann ist das doch nicht unser erster 100%, den wir gebaut haben. Dann war der das, aber sehr unspektakulär auf 100%, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich zählt die Szenerie da unter einfach mit und dass das hier so hoch geht und ja. Aber das ist die erste richtig gestaltete 100% von uns, muss man sagen. Schon sehr cool. Also selbst von hier sieht man das Raumschiff und so. Das ist schon very nice. Und die Kanone sieht man von hier gar nicht. Auch das ist cool. Man sieht hier nur die Schüsse aus den kommen. Also sehr, sehr cool. Ja, die Leute zahlen halt auch die 15. Das ist auch sehr wichtig, denn wir müssen natürlich auch darauf achten, dass der Park sein Geld wieder reinspielt. Hey! Holla! Ich kann nur noch das machen. Ganz ehrlich, komm mal her. Wir machen da mal ein bisschen schneller. Was wollen wir hier ewig warten? Finanzen, haben wir noch irgendwelche Kredite, die wir... Ja, sind aber schon abbezahlt. Auch das ist ja wichtig. Marketing, wir könnten Kampagnen starten. Ich würde fast sagen, einmal für Familien. Im Fernsehen. Darf auch wiederkehrend sein, das ist überhaupt kein Problem. Und Jugendliche... würde ich gerne eine Online-Kampagne gewinnen. Und Erwachsene holen wir über die Zeitung hierher.